seit 36 Jahren Käse. Früher hast du so 30, 40 Käsesorten gehabt und mittlerweile habe ich hier 300 Käsesorten an der Bedientheke. Und ich lebe einfach und lebe einfach Käse über alles. Und das kriegen auch die Kunden mit. Und Käse ist einfach Leidenschaft und ich möchte auch gerne den Kunden das hinbringen. Also wir haben ungefähr 40 Rezepturen mit Frischkäse, wo wir machen können. Radieschencreme, Lachscreme ist ganz toll. Neu im Programm haben wir jetzt die Pistaziencreme. Dann ganz toll ist unser Grillkäse, wo wir selber herstellen. Unsere Kunden gehen sehr auf Bio- und Demeter-Käse ein. Und wir wollten einfach einen Käse ohne Zusätze, weil unsere Kunden einfach das bevorzugen. Und dann haben wir gesagt, wir stellen unseren Grillkäse her, wo nur reiner Käse ist, nur mit Gewürzen, die bio sind, dass es also wirklich ein reiner Käse ist. Unsere hochwertige Ware, die beratungsintensiver ist, in die Theke reingepackt. Und das, was nicht so beratungsintensiv ist, beziehungsweise die Schnelldreher, ins SB reingemacht, dass wir ein bisschen mehr Platz haben und auch für unsere Eigenherstellung. Und der Kunde nimmt es sehr gut an. Also Käse ist für mich ein Fass ohne Boden. Also ich probiere alles aus. Epoix-Walz ist also auch noch so ein Lieblingskäse von mir. Das ist aus dem Burgund mit Mark de Burgundia abgewaschen. Und den tue ich zum Beispiel auf einen Flammkuchen drauf machen. Ist ein bisschen herzhafter, deftiger. Und dann brauche ich halt keinen Speck drauf machen. Und der kommt halt immer sehr gut an. Es riecht zwar sehr extrem, aber der Genuss ist unvergleichlich. Mein aktueller Lieblingskäse, das variiert immer. Das ist jetzt im Moment der Dolomit aus Südtirol. Das ist ein 8-monatiger Hartkäse mit Reifekristalle, höhlengereift und da schön cremig-würzig.